So Leute, in diesem Video wollen wir über diese kleinen Teile hier sprechen. Das sind Blazepods. Die ein oder anderen kennen die vielleicht schon, gerade wenn du mal in Kalf warst, also im KSK warst, im PEV Teil 1 werden die auch benutzt. Die hängen dann so im Bogen und du musst quasi dann gucken, welches Blatt leuchtet und dann so draufschlagen. Die haben hier vorne quasi so ein Haptik, halt, dass du draufschlagen kannst mit dem Fuß, mit der Hand und dann lösen die quasi aus. Was kann man damit trainieren? Primär Dinge wie Schnelligkeit, Agilität und Reaktionsfähigkeit. Ne? Alles, wofür du quasi so einen Reiz brauchst, ist in dem Fall, ist es ja Lichtreiz. Alles, was halt sowas halt braucht, damit kannst du was trainieren. Ich weiß zum Beispiel, dass die Dinger im Fußball sehr verbreitet sind, im Handball, im Basketball, also bei so welchen Sportarten, wo wirklich Agilität, Schnelligkeit wichtig ist, auch zum Beispiel im Kampfsport, man kann die Dinger irgendwo dranhängen, dass man dann bam bam dran tippen muss. Sowas überall kann man so welche Dinger einbauen. Wir benutzen die auch, natürlich auch jetzt für den Sport. Wir haben heute ein paar Workouts abgedreht, oder nicht unbedingt Workouts, aber so ein paar Drills, kleinere Spiele, die man in Workouts integrieren kann. Die haben wir heute abgedreht. Wir haben das Ganze da auch schon benutzt fürs Schießen. Es war so, als wir dann quasi mehrere Schützenscheiben 180 Grad aufgebaut haben. Unter jeder Schützenscheibe lag ein so ein Blazepod drunter. Und wenn der dann so geleuchtet hat, dann musste das wieder bekämpft werden. Die haben dann natürlich zufällig geleuchtet, in zufälligen Abständen. Man musste quasi die ganze Zeit immer halt die Umgebung aufnehmen und dann möglichst schnell natürlich das Ziel bekämpfen. Wir haben davon 6 Stück. Es gibt davon aber auch Sets schon mit 4 Stück. Reicht auch im Endeffekt für Einsteiger völlig aus, gerade wenn du jetzt alleine bist und nicht unbedingt irgendwie eine Teamsportart machst, wie Fußball oder so, reicht das Ganze vollkommen aus. Einsteiger-Sets kosten so 300 bis 400 Euro, sind relativ teuer, muss man zugeben, ist ein Investment. Es gibt davon allerdings nicht wirklich vergleichbare Sachen, also so Klonen, die nachgemacht sind. Und wenn, kosten die halt im Endeffekt fast genauso viel und können weniger, lohnt sich nicht so wirklich davon. Wichtig hierfür, du brauchst hierfür noch eine App, um das Ganze halt anzusteuern. Da gibt es auch wieder eine kostenlose Version und eine Version, die Geld kostet, je nachdem, was du halt für Workouts, für Spielchen da programmieren willst. Brauchst du halt die eine oder andere Version. Dementsprechend ist das Ganze mit ein bisschen Geld verbunden. Dementsprechend nicht unbedingt für jeden was. Braucht man unbedingt als Einsteiger. Aber wenn du in irgendwelchen, wie gesagt, Kampfsport zum Beispiel, Fußball, Tennis, Schießen auch als Beispiel, da kann man das Geld schon mal rein investieren. Dinger werden aufgeladen, so kontaktlos über die Dinger hier. Relativ easy. Und ja, wir haben heute damit mehrere Workouts aufgenommen. Werden dir dann erklären, wofür das Ganze erstmal gut ist, wie das Ganze abläuft und vor allem, wie man das Ganze skalieren kann. Also wie man das stärker oder noch einfacher gestalten kann. Darum geht es heute in diesem Video und wir legen dann jetzt sofort mit dem ersten Video los. Hier haben wir den ersten Drill, der ist relativ einfach. Es ist immer nur ein einzelner Pod am Laufen. Den müsst ihr dann quasi bestätigen. Wir haben hier die einfachste Skalierung. Also einmal drauf mit dem Fuß, zurück in die Mitte und dann den nächsten bestätigen. Wir machen das mal für 3x2 Minuten und das ist schon wirklich ziemlich intensiv gerade am Anfang. Wenn ihr das Ganze skalieren wollt, also stärker, intensiver machen wollt, dann wäre die erste Skalierung, es mit der Hand zu betätigen und nicht mit dem Fuß, so wie ich das hier auch im Video mache. Dann müsst ihr euch bücken, ihr müsst doch ein bisschen mehr abstoppen und es wird einfach deutlich schwieriger. Was ihr außerdem noch machen könnt, ist so ein Gummiband nehmen und das euch um die Hüfte machen und dann mit einem zweiten Partner zusammen diese Skalierung nutzen. Du hast dann quasi ein bisschen Zug auf der Hüfte, ein bisschen Widerstand und musst quasi gegen dieses Band anlaufen. Ist halt ein bisschen anstrengender für die Muskeln und du brauchst dafür auf jeden Fall einen Partner, der dann quasi immer in die gegengesetzte Richtung läuft, damit der Zug dann auch wirklich drauf kommt. So, der zweite Drill ist ein Partner-Workout, aber ihr könnt das im Endeffekt auch alleine machen. Wenn ihr es zu zweit macht, bekommt jeder eine eigene Farbe, blau oder rot in dem Fall, und er muss so viele Pots betätigen wie möglich. Hieraus kann man dann zum Beispiel auch einen Tabata-Workout machen.
Natürlich kann man hier auch wieder skalieren. Wir sind hier zum Beispiel in die Plank-Position gegangen und nicht mehr in die Liegestütz-Position. Und wir haben uns noch zwei Plattenträger draufgeschmissen, dass man einfach noch ein bisschen extra Gewicht drauf hat. Dann haben wir jetzt noch den dritten Drill, der fordert auch noch eure kognitiven Fähigkeiten unter Belastung. Ihr müsst da quasi immer zum leuchtenden Pott laufen und währenddessen die Nummer ansagen, von denen der Pott die Farbe zeigt. Vorne an der Wand hängen halt Farben und die müsst ihr dann quasi die richtige aussuchen und zeigen. Auch hier kann man sehr hoch skalieren. Man kann da beispielsweise statt Zahlen Rechenübungen verwenden oder man kann jeder Farbe eine Übung zuweisen, die man vorher machen muss. Hier bieten sich auf jeden Fall auch längere Durchläufe an. Gut, das waren die Workouts. Wir haben die alle hier nochmal so aufgebaut auf einem Handout quasi. Wenn du das Ganze haben willst, kannst du dich gerne bei uns melden, dann schicken wir dir das kostenfrei zu per PDF. Jetzt natürlich noch wichtig, wie kann man das Ganze in sein Training integrieren? Geht im Endeffekt ja mindestens zwei Optionen für. Einmal, du machst es quasi als eigenständiges Training an einem Tag, wo du sowieso Schnelligkeit, Agilität und so Dinge trainierst. Das wäre die eine Option. Wichtig hierbei, gut aufwärmen, weil du wirst gesehen haben, das sind alles sehr schnelle Bewegungen, schnelle Richtungswechsel, abruptes Abstoppen und wieder abrupt irgendwo hin, links, rechts, bam, bam, bam. Es geht sehr auf die passiven Strukturen und dementsprechend auf jeden Fall gut vorher aufwärmen, vielleicht mal gerade am Anfang als Anfänger ein, zwei lockere Durchläufe machen, ein bisschen reinkommen in den Bewegungsablauf und dann Schritt für Schritt höher skalieren, schneller machen, härter machen, intensiver machen. Option 2 ist, du baust es in dein bisheriges Training ein, das kannst du zum Beispiel einbauen in unsere Functional Workouts, die wir ja hier auf YouTube haben, aber auch generell am Ende von einem Kraftausdauer-Workout und. Wir bauen das dann in der Regel ein als Ersatz von der Metcon-Komponente, also als Ersatz als Kraftausdauer-Komponente, einfach weil das halt sehr intensiv ist. Ne? Hohe Belastung, kurze Pause, hohe Belastung, kurze Pause. Im Grunde ist es klassische Kraftausdauer. Dementsprechend so kannst du das Ganze einbauen. Es wird aber noch 100 andere Möglichkeiten geben, gerade was du auch für den Sport anmachst. Ne? Kampfsport wird es wahrscheinlich wieder anders sein, habe ich jetzt persönlich keine Ahnung von. Dementsprechend kann ich ja nur für unseren Bereich sprechen, was Functional Fitness angeht. Gut, das war's auch schon. Wenn du Rückfragen dazu hast, Ideen hast oder du die PDFs haben willst, einfach bei uns melden über Instagram und dann können wir dir gerne behelfen. Ansonsten dranbleiben hier bei YouTube, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehrere Videos machen, auch vom Schießen mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein.